Ja, wie ihr gerade mitgehört habt, ja, 4 Stunden Material sind futsch. Wie ist gekommen? Meine Save-Datei, leider, ich habe Scheiße gesaved. Ich habe einfach, ja, ich könnte, früheste, was ich machen könnte, wäre hier. Ich könnte theoretisch, ja, ungefähr eine Stunde rausholen wieder. Aber ganz ehrlich, es ist scheiße. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind nach Skellige gereist. Ich mache einfach jetzt, ich erkläre jetzt einfach mal. Wird jetzt lang dauern. Wir sind nach Skellige gereist. Hatten ein Schiffsunglück gehabt, sind hier gelandet, haben ein paar Sirenen gekillt, haben was entdeckt, sind dann hier lang gereist. Bis hierhin gereist, genau, haben den Wegpunkt genommen, sind mit dem Wegpunkt dann nach hier unten gereist. Hierhin, haben ein paar Aufgaben, kleinere Aufgaben gemacht, die nicht so brisant waren, sage ich mal. Da haben wir aber eine Quest gemacht für, und zwar hier für Lampard. Da mussten wir so einen Banditenanführer töten, hier waren seine Schergen, sind wir dann hier hochgelaufen, hier waren so ein Tempel, ein Schrein, wo er gebetet hat. Haben ihn getötet. Sind wieder nach Novigrad gereist, also hierhin. Haben hier irgendwo in der Taverne nirgendwo ihn getroffen. Haben mit ihm Gwent gespielt, haben von ihm Triss bekommen. Sind dann mit ihm die Aufgabe gemacht, haben diesen einen ehemaligen Hexentypen getroffen. Der war ein Kaufmann. Der bereute seine Tat inzwischen alles so und sagte halt eben, dass er da im Grunde zu gezwungen wurde. Er war halt ein Geldeintreiber im Grunde, weil der Hexer halt einen Auftrag verpfuscht hatte und so weiter und seine Schwerter hergeben sollte, um wenigstens ein bisschen Kohle wieder reinzuholen, weil er das Geld, was er dafür bekommen hatte, verpfuscht hatte, versoffen hatte, so. Ja, und dann haben wir halt gesagt, yo, Lampard, chill. Der Typ bereut es, der hat eine Familie aufgebaut, der ist Händler, er hat damit abgeschlossen und so weiter. Chill, und er war noch und ist aber abgedackelt. Und ist abgedackelt, aber er trifft uns trotzdem in Kelmorheim wieder. Ja, dann haben wir, wie gesagt, haben mit den ganzen Karten haben wir dann noch ein paar Gwent-Typen besiegt in Skellige. Ja. Also beziehungsweise dann hier in den Orten haben wir noch, beziehungsweise in dem Ort haben wir noch Gwent gespielt, haben gewonnen. Haben die eine oder andere Karte gewonnen. Sind dann nach hier gereist. Haben hier Gwent gespielt, haben Monsteraufträge uns gemacht, sind dann hier hingegangen. Hier war eine Arena. Da war ein Geist drin, den besiegt man, indem man gegen ihn verliert. Ja, weil er wurde verflucht, dass er nur verlieren kann. Das haben wir dann dadurch gerührt. Darum können wir später nochmal hinkehren und uns Geld abholen. Weil da gibt es dafür gibt es dann halt eben, gibt es immer ein bisschen Geld. Wir haben halt eine Belohnung bekommen. Plus nochmal einen Teil von den Einnahmen, die durch die Arena-Kämpfe zustande finden, die hier stattfinden. Deswegen können wir später hinkehren und dann halt eben was holen. Sind dann wieder hier rumgereist, haben festgestellt, dass hier eine mega geile Quest auf uns wartet. Daran habe ich mich erinnert. Konnten hier nicht hingehen, sind dann wieder hier lang gelaufen. Haben hier ein paar Banditen gekillt und hier war eine Höhle. Wir haben uns in die Höhle gekämpft. Dann war oben eine große Sirene, die haben wir getötet. Haben einen Jungen gefunden, der leider gestorben ist. Sind wieder hier hingegangen, haben berichtet: Yo, hey, Sirene tot. Junge leider auch. Dann hat er uns gebeten, seine Verlobten das zu sagen. Sein Verlobter steht hier auf dem Felsen. Haben wir gesagt, sie war natürlich traurig, wollte uns Geld geben, haben wir abgelehnt. Da haben wir sie damit anscheinend beleidigt, aber wir mochten das Geld nicht und für sie ist es einfach günstiger, besser. Dann sind wir wieder nach hier gegangen, haben hier eine Kräuterkundler kennengelernt, die hat uns ein bisschen Kräuter verkauft oder wir haben von uns ZP verkauft, sind dann hier in die Richtung gereist, haben hier in dem Haus einen Jota kennengelernt, hieß er, glaube ich, hatte ein verfluchtes Kind. Der Fluch wurde an so einem Nitzka, hieß es, glaube ich, ausgemacht. So ein verfluchter Stab, sagen wir mal einfach mal so. Haben die Spur verfolgt, sind wieder zu bei der Kräuterfrau rausgekommen. Die Kräuterfrau hat dann gesagt: Ja, der hat mich vor 10 Jahren, der hat mich verlassen, obwohl wir 10 Jahre zusammen waren. Das ganze Dorf hat über mich gelacht. Hat jetzt eine Frau und ein Kind, deswegen habe ich ihn verflucht. Und entweder er stirbt das Kind oder er kommt halt eben, entsagt allem Frau und Kind und kommt halt zu ihr zurück. Haben wir einmal gemacht so. Dass wir uns da nicht einmischen. Dadurch wird das Kind sterben. Wird das Kind auch gerettet werden. Aber er wird seine Familie verlassen. Aber wie das ausgeht, wissen wir nicht. Das ist dann einfach nur, dann einfach ins Haus gegangen hat, geheult. Dann haben wir neu geladen. Haben dann gesagt: Jo, hey, wir kümmern uns darum. Haben ihren Namen auf den Stab geschrieben. Dadurch ist sie einfach nur verschwunden. Haben also nicht wieder mitbekommen, was passiert ist mit ihr. Dann sind wir hier weitergelaufen, haben hier einen Banditenüberfall getroffen,
haben unseren Namen an einen Typen gesagt, der sagte, ja, der wird sich auf jeden Fall an dir rächen. Ich mir denke, entweder ja, die kommen dann zu dir und wir fressen dich aus. Oder auch nicht. Ne, kann sein, kann nicht sein. Werden wir sehen, ne? Dann sind wir weitergereist, haben hier diesen Ort entdeckt. Hier gab's ein Greifenschwert, hier gab's eine Wolfsschwerter, glaube ich. Irgendwie sowas. Irgendwas hier war Wolf und hier war ein Greif was. Auf jeden Fall war hier ein riesen Monster, was uns gewonnen hat. Obwohl es keine rote Quest war. Ja, dann haben wir das Monster einfach ein bisschen runtergekloppt, dann hat es eine Fähigkeit gemacht und ist abgehauen. Dann mussten wir dem verfolgen, sind hier so lang gegürmelt und haben es hier wieder getroffen. Haben das gemacht, also haben das Monster dann besiegt und uns nochmal gewonnen. Haben es dann besiegt, haben die Trophäe, den Kopf aufgehoben. Und jetzt bin ich hier ein bisschen am Rumdummeln gewesen und habe noch ein bisschen nach Sachen gesucht. Beziehungsweise bin jetzt noch dabei. Das Monster ist jetzt, ja, hier waren. Tunika. Den sollten wir übrigens den Tümeling finden. Ach, das heißt, wir haben den Greifen-Ding ja noch gar nicht jetzt, stimmt. Sollten wir noch nicht haben. Er sollte hier sein, ne? Ja, da. Greifen-Stahlschwert, ja. Ja, und irgendwie ist mir dann einfach die Sicherung ausgegangen. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, so, ich muss mal Pause machen. Hab's aber nicht gemacht. Ich Dummkopf. Ich hätte es einfach machen sollen. Ich verstehe nicht warum. Ganz ehrlich, ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Sicherung rausgeflogen, alles einfach weg. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt gut innerhalb von kurzer Zeit unsere letzten 4 Stunden Playtime repräsentieren. Wir haben sehr viel Gwent gespielt, wir haben ein paar Karten. Gehen wir mal Karten eben schnell durch. Komm, wir gehen nochmal eben schnell Karten durch. Wir haben bekommen, ich glaube, das Kruftwerk haben wir bekommen, den Edgrimmar haben wir bekommen, irgendwie ein paar Neckar oder so haben wir bekommen. Ansonsten haben wir hier, ja wie gesagt, Triss haben wir jetzt bekommen gehabt von Lampert. Hier haben wir noch den Kairan gefunden, random von einem Schmied, glaube ich, was? Oder ne, von Tavernreini. Von Tavernreini, stimmt. Ja, ansonsten hatten wir die alle hier, glaube ich, schon. Hier haben wir auch aber nicht weiter viel gemacht. Ist, glaube ich, hier bis auf Triss, glaube ich, auch nichts passiert, glaube ich. Ne, ist dann halt nicht nichts passiert. Hier ist was passiert, meine ich. Wir haben mich nicht mal aufgeräumt. Ich habe echt viel aussortiert. Weil wir hatten echt ein Problem. Wir haben mich am Ende gemacht. Ich hatte einfach nur scheiß Karten auf der Hand. Weil wir haben so viele Karten. Wir haben jetzt noch 33 Karten im Deck. Wir waren bei 46, glaube ich. So, hier haben wir nämlich noch eine Karte bekommen. Nämlich Flipper L hat dann, glaube ich, bekommen. Gewonnen. Von wem haben wir die gewonnen gehabt, glaube ich? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Die haben wir auf jeden Fall gewonnen gehabt. Ja, das war eigentlich die besondere Karte, die haben wir hier gewonnen gehabt. Hier hatten wir, glaube ich, eine von denen gewonnen gehabt. Ja, hier vielleicht. Bin mir sicher. Ihr seht ja, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal ordentlich aussortieren bei Square Tell. Und ja, Monster waren wir ja schon, ne? Wie gesagt, hier waren wir tatsächlich nichts geändert. Das ist immer noch ein sehr liebes Deck. Wir hatten echt krasse Spion-Duelle bei Gwent gehabt, muss ich sagen. Sehr krasse. Und ich hoffe jetzt, oder jetzt gehe ich hin und jetzt kriegt meine Playstation irgendwie so einen Überrang und schießt mir wieder meine alles hier ab. Keine Ahnung. Das ist genau passiert, als ich hier war. Als ich hier runtergerutscht bin, ist das passiert. Weil ich wissen wollte, ob hier noch was im Turm ist. Aber sieht nicht so aus. Hilfe, ich will sterben. Er hat doch mal auch Hexer. Und so, ha! Ich bin echt hier hochgekommen. Ja, schade. Hätte ich euch gern alles gezeigt. War mega gut. Ey, ich hatte echt meinen Spaß. Das ärgert mich gerade so sehr. Ja, und hier haben wir auch noch ein bisschen angefangen gehabt zu looten. Und jetzt müssen wir halt wieder zurückkehren und halt eben erzählen, jo, ey, dein Sohn oder wen er da gesucht hat, ist tot. Ärgert mich das. Das ärgert mich so sehr. Es war so dumm. Ich hätte einfach mal eine Pinkelpause machen sollen. Ich stepp. Ja. Ach ja, und auf dem Weg hier, war es hier sogar der Typ? Haben einen Händler getroffen, von dem wir Pläne gekauft haben. Kann ich weiter reisen erstmal? Dann kann ich zeigen. Besser. So. Ja, hallo. Ja, speichern nochmal. Ja, aufgelaufen. Inventar, wir haben ein paar Rüstungen und so verkauft bekommen und so, also hier ein paar Sachen, ne? Nichts Besonderes, nichts Wildes. Oh, stimmt, wir haben noch ein Pferderennen gemacht. Stimmt, ein Pferderennen haben wir gemacht. Und wir haben uns geboxt, stimmt. Okay, dann kommen wir gleich hier, da.
Diese Karten haben wir gekauft, 6 Stück, haben glaube ich pro Ding 100 Münzen gekostet. Und dadurch haben wir freigeschaltet gekriegt den hier, hier konnten wir vorher nicht hin, also auf die Insel, den hier und den hier, ja, den hatten wir schon gehabt, den hatten wir gehabt, den hier hatten wir gehabt, warum auch immer, und hier auch, glaube ich auch, ich dachte, wir haben auf jeden Fall ein paar, und den hier unten hatten wir gehabt, da bin ich hier direkt unten hingereisen, konnte ich hier unten hinreisen, ohne irgendwas Großes zu machen. Und weil wir dann halt hier die Tafel noch genommen haben, sind dann hier die ganzen Fragezeichen aufgeploppt. Und als wir hier die Tafel gemacht haben, sind die ganzen Fragezeichen aufgeploppt. So, jetzt mal. Jetzt habe ich, glaube ich, auch alles erwähnt, was wir gemacht haben. So, und jetzt quatschen wir mit dem Kollegen hier, der uns beauftragt hatte. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Ja, das war der Sohn, okay. Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Hör auf, diesen Quatsch zu wiederholen. Hast du dir einmal überlegt, für immer nach Kertrolde zu kommen? Ihr Sohn wurde ein halbes Jahr nicht gesehen. Hab mich gar nicht gehört, Entschuldigung. Ja, der Typ, ja, die Auftragquest, das war das Vieh, was wir gekillt haben. Ihr labert alle gerade viel zu viel. Bitte mal die Schnauze halten. So. Also. Das Vieh, was wir gerade gekillt haben, das hängt ja da an unserem kleinen Plätze jetzt dran. Das war halt so stark, obwohl es keine rote Markierung war. Es war, glaube ich. Auch falsch. Wir können ja mal gucken. Abgeschlossen, Hexerauftrag. Wie hieß denn das Vieh? Mr. Sohn? Ich glaube, das war es ja hier. 82 war es, also 4 Level über uns. Das Vieh hat uns einfach mit einer Attacke gewonnen. Wie kann ich Dateien retten? Schau mal eben. Einen Moment. Ich speichere jetzt hier ab, dass ich das wenigstens, was ich erzählt habe, schon erzählt habe. Wenigstens das schon mal gesichert. Das müsste ich nochmal erzählen, muss, bevor ich wieder was vergesse. So, da bin ich wieder. Auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Ja, wie es scheint, ist die Datei nicht zu retten. Wenn ihr wisst, helft mir gerne. Vielleicht habe ich es bis dahin noch in die Datei. MP4-Datei ist das gewesen, mit OPS aufgenommen. Ich habe es jetzt mal... Ich muss auch gestehen, ich habe mich jetzt nach Jahren endlich mal wieder mit OPS auseinandergesetzt. Und habe gesehen, man kann jetzt remuxen. Also automatisch direkt. Heißt, ich nehme jetzt im... MKV auf, was aber allerdings nicht meinem Schnittprogramm kompatibel ist. Ja, ich habe nur so ein altes Schnittprogramm auf dem Windows-Rechner. Also da funktioniert MKV nicht. Also ich nehme jetzt MKV auf und dann wird es automatisch umkonvertiert in MP4. Beim schlimmsten Fall, als gar keine Datei zu haben, ist es einfach, dass ich dann die MKV-Datei nehme, die umkonvertiere in MP4 und die dann in mein Schnittprogramm reinschmeißen kann, anstatt es anders zu haben. Vielleicht. Ganz ehrlich. Boah, jetzt hier muss auch noch was zu tun haben, oder? Ist auch noch irgendwas? Hm. Komisch. Hallo? Ja, das ärgert mich jetzt maßlos. Wohin des Wegs? Ja. Wir haben so viel erlebt schon, ins Gelege. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Oh. Tja, keine Ahnung, was hier ist, ey. Einfach nur das Ding hier angezündet oder was? Hm. Wer weiß. Ach, es ärgert mich. Das sind einfach 4 Stunden Gameplay einfach weg. Da sind jetzt nur 5 Folgen oder so. Oder 6 Folgen. Das stört mich jetzt auch nicht so weiter, aber es ist halt dieser Moment, ist einfach weg. Einfach wunderschöne Momente, die ich mit euch teilen wollte. Erstmal hier auf Skellige. Ich die ersten Monster besiegt habe und coole Kämpfe gehabt habe. Ich habe ja schon 2 Monsteraufträge erledigt gehabt.
Du kommst von weit her. Deswegen, ach ja, ich wollte auch noch die Köpfe zeigen, ne? Kann ich ja jetzt machen. Ja, wie gesagt, das haben wir durch das Pferderennen bekommen. Ach, das wollte ich auch noch erklärt haben, glaube ich, ne? Und Katagan hatten wir, glaube ich, gehabt. Wie viel Zeit drauf wegen der Bonuserfahrung und den hatten wir, das war die, sieht zwar komisch aus, aber das war das, wie wir sie gekillt haben, und das Bonusgold. Und jetzt hatten wir den Biss getötet gehabt, oder wie er heißt, oder Unhold eben. 5 Bonuserfahrungen gewonnen, nehmen wir gerne mit. Was sind da dran? Und ach ja, stimmt, und ich hatte, stimmt das auch noch? Wir haben hier den letzten Slot bekommen. Wir haben rote Mutagene bekommen gehabt, konnten den dann frei machen, hab dann hier ein bisschen vorgelesen. Der macht jetzt zum Beispiel noch ein zweites Leben und so weiter. Ab hier dann noch, by the way, ab hier noch ein bisschen geskillt, dass wir hier einen Baum fertig haben, zu der Errungenschaft vielleicht sogar kriegen. Ja, hab dann gemerkt, ja, bringt eigentlich so nichts. Aber gut, hab dann hier halt eben noch was reingetan. Hier, dass wir Blutungseffekt jetzt machen. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir dieses Bluten und so weiter haben, halt eben, ne, dass wir das einfach direkt machen können, ja. Und dann wollte ich auf die Karte, genau. Denn hier, genau hier war das erste Rennen, was wir gemacht haben. Wo ging das denn? Es ging dann hier lang, da lang. Hier lang. Wir sind genau hier kurz vor der Hauptquest rausgekommen. Ah, by the way. Ja, genau. Ansonsten haben wir noch einen Boxkampf gemacht, stimmt, der war hier gewesen und haben durch noch weitere Boxkämpfe freigeschaltet. Ja, das hatten wir auch noch gemacht gehabt. Hier war der Boxkampf hier gewesen, ne, da waren wir drei schon hinten gewesen, ja, da waren wir hinten gewesen. Ja, so, stimmt, das haben wir noch. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt halt doppelt gemoppelt auf, sage ich mal, notgedrungen. Einfach aus Sicherheit jetzt. Vorteil ist, ja, ich habe jetzt wohl immer eine sichere Datei, hoffentlich, bis zu dem Punkt. Vielleicht gehen wir jetzt auch dieses Abschmieren von OPS, dass wir da einfach dass die Aufnahmen spenden kann oder so. Dass einfach das hier das Video einfach hängen bleibt irgendwie. Vielleicht umgehen wir das damit auch jetzt endlich. Und am Ende wird es halt in MP4 umgewandelt. Weiß nur nicht, wie das aussieht wegen Lautstärke und Mischung. Ob da jetzt auch zwei Tonspuren sind, so, das werde ich dann jetzt herausfinden. Ja, gut. Haben das schon mal erklärt und so. Ich bin echt traurig, dass es so gekommen ist. Wie gesagt, wir hatten so schöne Momente hier. Und dieses Ur-Fragezeichen. Und ich kann euch versprechen, wir werden nicht jedes Fragezeichen machen hier. Und wenn doch, dann, ja, bin ich verrückt oder so. Weil, wie gesagt, weil das, was wir hier haben, ja, werden wir überall hier haben. Überall. Und wir reden jetzt hier nur, wo ich das eine Ding aufgehoben habe, hatten wir hier 20 Fragezeichen. Nur auf dem Wasser. Plus dann auch auf dem Land die Fragezeichen. Ja, es wird hart. Deswegen, gut. Damit das mal eben schnell. Eine traurige Folge. 4,5 Stunden Material einfach weg. I'm sad. Tschüss.